Der läuft jetzt Richtung Mitte. Ah, jetzt ist er wieder unter uns, glaube ich. Ja. Ah, ich hab den ja, Affen da. Nur getroffen. Ja, der Affe blutet schon. Ja, lass mal den Affen einfach töten. Wir haben doch genug Muni, oder? Ach so, ja. Ich frage dich schon. Ich schieß einfach. So, willkommen zu einer weiteren Runde Ark Survival of the Fittest. Zusammen mit dem CEO. Hallo. Hallo, hallo. Und, gut. Projekt Sniper Tower. Da müssen wir hin, Brontoberg. Und, erstmal ganz viel Metall schmelzen. Ja, und Cementing Paste herstellen und, ja, wird anstrengend. Ich hab dem einen Brauchst verpasst. Jo, ich hab dem einen im Vorbeigehen gegeben. ja. Viel Metall, viel Cementing Paste. Damit wir das ganze Ding auf Metallstelzen stellen können. Links von uns ist ein Gegner. Okay. Links von uns ist ein Gegner, sagst du. Ich hab und rechts von uns auch. Der ist hier. Aber wo bist du eigentlich? Das ich bin hier hinten an dem Baum bin ich. Ah, okay. Ja, hier rechts von uns ist ein Gegner, der ist ja, an dem Stein. Ja, lass uns weggehen. Ich habe hier nirgendwo Stein für Flint. Kann mir keine Waffe bauen. Ich bunny hoppe jetzt erstmal hier runter. Aber ich... Oh, Mann, ey. Woran liegt das, dass ich diese heftigen Ladelecks immer hier habe? Ich verstehe das nicht. Das ist ja nicht nur bei dir, das ist bei mir auch so. Ja, ja, aber... Also das muss ja dann irgendwie... mit meinem, weiß ich nicht, mit meiner Festplatte oder mit meinem RAM zusammenhängen. Oder die Map ist einfach scheiße gescriptet oder so, keine Ahnung. Ja gut, aber... Wo muss es ja ein Problem haben. Scheiße, hier ist wieder kein Fiber. Ich hab kein Fiber, ich brauch Fiber. Spear, ja, wie gesagt, Spear. Denk dran, erstmal nur Gewicht. Ja, ja, klar, ich gehe bis 600 Weight oder so erstmal. Also ich habe jetzt 3 Speere. Habe ich auch. Hier ist direkt eine Fliege, die mache ich mal. Ja, hoffen wir mal auf das Swarm. Da kommt auch direkt noch mehr an Fliegen. Ah, da kommen noch mehr, ja. Ja, ist doch, das reicht. Boah, lol. Noch mehr ist gut, das ist ordentlich. Okay, können wir jetzt alles schön looten quasi. Schön erstmal leveln noch. So, Bogen, Pfeile. Noch mehr. Okay, ich glaube, das reicht an Zitin. Ah, bin ich mir gar nicht so sicher. Müssen wir mal gucken. Meinst du nicht? Boah, wie viele Pfeiler brauchen wir denn eigentlich? Ich denke mal, um die 5 bis 6, dass der T-Rex als größter nicht mehr rankommt. 5 bis 6? Ich dachte eher so an 15. Ja, je nachdem. Wir können ja oben trotzdem mit Stein weiterarbeiten. Ja, klar. Aber... Also ich glaube 5 bis... Ja, je nachdem wie wir die... Wir können auch einfach mal sagen, wir probieren auf 10 zu kommen. Ja. Sagen, das versuchen wir. Sind 2 Trikes. Können wir die machen? Hier ist nur einer auf der Seite. Aber... Okay, was? Wo? Ah, okay. Boah, hat der eine scharfe Kurve gemacht auf einmal. Erstmal viele Forges bauen und so. Ja. Aber hier ist der andere gleich. Also ich habe nur noch 8 Pfeiler, das sollte ja auch. Hier oben ist noch einer, den hole ich gerade. Das ist doch den du meintest, oder? Ja, keine Ahnung, den ich gerade angreife halt. Okay, dann greifen wir glaube ich 2 verschiedene an. Ja, ja, meiner ist tot. Boah, der ist Level 36! Das hab ich noch nie gesehen, ey. Dafür hätten meine Pfeile nicht gereicht. Ja, ich habe ihn gekillt. Aber ich hatte auch nicht mehr so viele. Oder wirklich so einen hohen Trike hab ich noch nie gesehen. Oder generell sowas hohes, Level 36 ist schon cool. Aber hier, bauen wir hier gleich ein bisschen Metall ab. Ja, ja, klar, wegen Steine auch. Weil hier brauchen wir das Metall sowieso nicht. Richtig. Forges, sollte ich mir vielleicht meine Leiste ziehen? Ja, mach ich jetzt auch mal. Flint und Stone fehlt. So, dann mal noch die restlichen Basics bauen schnell. So, Forge, was brauche ich denn noch? Wood und Stone, okay, ein Stone und ein bisschen Wood, dann kann ich schon die erste bauen. Ich glaube, ich brauche Flint und Stone, habe ich gesagt.
Wieso kriege ich hier nur Stone und Metall aus dem Stein, ey? Was ist das denn? Hallo, ich brauche Flint. Als ob ich nicht schon genug hätte. Hä, woran mangelt's denn bitte? Ich habe keinen Fiber und keinen Wood mehr, weil ich das Schild gebaut habe. Ey, ich hau wie ein Bekloppter auf das Ding ein. So. Okay. Ja, ich habe jetzt 2 Stück gebaut. Okay. Aber wir sollten uns jetzt so langsam mal in die andere, also in die Richtung machen. Meinst du jetzt schon? Naja, wenigstens, dass wir ein bisschen was anfangen können zu schmelzen. Naja, klar, stimmt eigentlich. Ja, ich mache hier gerade noch die 2. Forge. Ja, super, jetzt nur weil er den Hit wieder nicht angenommen hat. Okay, irgendwas fehlt. Für die Forge. Ich glaube, da unten flog ein Dillo gerade. Ich behaupte mal, dass das ein Dillo war, der da flog. Na, ja, bei mir sind schon wieder Fliegen. Oh, ist doch eigentlich nicht schlecht. Oh. Also ich höre es zumindest, wie bei dir Fliegen sind. Jetzt habe ich so. Ich brauche Fiber. Ich brauche Unmengen an Fiber, ne? Ah, oh, ist noch eine Fliege. Auf was gehen wir? Lederrüstung? Ja. Zetin? Ja, also wir sollten schon... Ja, doch, sollten wir schon haben. Selbst wenn wir oben auf dem Turm sind. Ich meine, wir skillen ja zum Beispiel kaum Leben auch. Ja. Das ist dann halt nochmal... Naja, ich denke doch, sollten wir schon bauen, Zetin-Rüstung. Ach, ich Idiot, jetzt habe ich meine Skillpoints in Leben geskillt. Na, ich habe jetzt 500, wait. Naja, ich nicht. Weil ich es gerade verkackt habe. So. Ich mach mal Holz-Foundation besser. Ja. Ja, auch falls das Swarm kommt oder so, dass vielleicht... Ich hab einen Fall gehört. Ach, das war's. Ja, ja, das bin ich. Eieiei. Ja, was auch immer halt passiert, dass er nicht alles direkt einbricht. Also ich hab 3 Foundations, das sollte reichen fürs Erste. Was mache ich denn? Ich bin zu dumm zum Skillen. Jetzt habe ich Melee-Damage geskillt. Oh Mann. Hier sind noch Fliegen. Oh, nimm dir die mal. War nur 2. Du Campfire? Ich hab eine dritte Forge hab ich jetzt. Okay. Campfire hast du zufällig nicht gemacht, oder? Nein, noch nicht. Mir fehlt Hide, Flint und Stone für dritte Forge. Ja, jetzt müssen wir uns aber hier beeilen, dass schnell was durchgebrannt wird dann. Jo. Ja, ich mache jetzt noch einen Mörser. Oder auch 2. Dillo. Ja, der war noch aggressiv auf mich, weil ich seinen Kumpel getötet habe. Mann, Mistviech. Ich brauche sowieso Hide. Es fehlt jetzt noch Flint und Stone. Jetzt habe ich die ganze Zeit keinen Flint. Das ist merkwürdig. Muss ich gleich mal besorgen, damit ich mindestens ein paar Pfeile habe. Brauche ich denn Stone? Okay. Stone, 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 Stone. Flint, 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 Flint. So, jetzt haben wir 6 Forges, das reicht aber, oder? Ich könnte jetzt gerade noch eine machen. Also ich habe genug davon. Meinst du, wir brauchen 7? Ja, wir brauchen allein, wenn wir 10 Pillar machen wollen, 190 Metall. Okay. Nur für die. Wir können auch mit 6 probieren. Machen wir mal. Ich denke, 6 reicht erstmal. Zur Not, wenn wir erstmal angefangen haben, können wir immer noch weitergehen und einfach noch welche nachcraften. Jo. So. Ich mache aber mal 2 Mörser. Mach das. So. Mal eben 40 Pfeile craften. Ah. Pfeile sollte ich vielleicht auch noch mal ein paar craften, falls wir angegriffen werden. So, okay, wo bauen wir uns denn auf? Ja, ich würde sagen, hier hinten am Hang wieder, da wo man es nicht direkt sieht, wenn man hochläuft. Da wo wir schon mal waren, meinst du? Ja.
Ja, dadurch, dass wir das Metall so viel Weight haben, geht das eigentlich ganz gut, wenn wir uns hier vorne irgendwo verstecken. Guck mal, ich glaube, hier ist okay, oder? Wenn wir hier hingehen. Ach, du bist links gelaufen, okay. Ja. Ja, hier, wo es so den Hang runter geht, genau. Ja. Ja. Dann bauen wir auf, dann kann ich die Fortress stellen. Mist. Brauchen ein Ceiling. Ist ja egal, wenn ich stelle, ist halt irgendwo hin, wo wieder Platz ist. Muss ja nicht hübsch sein. Es muss hübsch sein. Ja. Wenn ich sage, das muss hübsch sein, dann muss das hübsch sein. Hä, was fehlt? Ach, Wood. Habe ich hier schon mal mit Metall da. Zack. Hier, die brennt, da ist schon Metall jetzt dann drin. Okay. Auf die Ceiling setze ich jetzt mal die... Das war ich. Das war ich. Hier setze ich mal die beiden Mörser. Warte, ich mach grad noch eine Ceiling. So. Dann haben wir hier so noch eine Forge. Zack. So, zack. Stone, so. Aber ich kümmere mich jetzt mal gerade um Holz für die ganzen Forges. Ja. Woran mangelt es jetzt bitte wieder? Dass ich keine... Ach, Flint natürlich. Fängst du dann schon Metall an? Ja, ich mache jetzt erstmal die Smithy. Du machst die Smithy? Achso, okay. Ja. Ja, stimmt. Ja klar, wir können ja sonst noch gar kein Metall holen. Also zumindest nicht effektiv. Jetzt stecke ich hier wieder fest. So, ich werfe jetzt mal alles, was ich an Chitin habe und... Achso, warte mal, ich kann ja gleich mal mit Chitin und Cementing Paste anfangen. Jo, das wäre nicht verkehrt. Aber wie gesagt, wir brauchen auch schon eine Zitin-Rüstung, bin ich der Meinung. Ja, dann mach du die Rüstung. Ich habe jetzt 280 erstmal zum Umwandeln genommen. Okay, so, ich packe jetzt hier überall 100 Holz rein. Wobei 100 fast auch übertrieben ist. Naja, das ist okay. Es geht ja relativ schnell, dass wir es bekommen. Billy, so, Ich mache jetzt, wie gesagt, erstmal hier weiter mit dem Holz noch. Okay, dann die Spitzhacke liegt dann drin. Ja. Okay, ich geh Metall holen. Gut, mach das. Ich mach erstmal noch Holz und danach schließe ich mich mit dem Metall holen an. Beziehungsweise ja, mach die Rüstung und. Ich hoffe mal, dass ich den Weg auch wieder zurückfinde. Ja, das sollte gehen. Ich müsste sogar auch noch relativ viel Metall dabei haben. Jo, 45, krass. So viel habe ich aus dem Metall vorhin gar nicht bekommen. Ja, ich habe ja 3 Klumpen oder so komplett abgebaut. Ah, okay. Ist das heiß hier, ey. Hier ist noch 30 drin, da packe ich noch das rein. So, 230 habe ich jetzt. So, zack, zack, zack. Armor, Zitin. Boah, wir sind schon richtig hoch vom Level her in der Zeit gekommen, ne? Ja, gut. Irgendwas fehlt. Hide, ja. Okay. Rüstung kannst du dir dann gleich rausnehmen. Ja, ist gut, weil ich habe halt bis jetzt immer nur noch Stoffrüstung. Auch Beeren. Zack. So, ich habe jetzt überall erstmal fast 50 drin. Okay. So, das ist Stein. Aber ich will auch direkt eine Axt haben, eine Metallaxt. Mili-Axt. Was fehlt für die zweite? Willst du auch eine Metallaxt? Ich würde eine nehmen, wenn. Aber eigentlich nicht, dann. Kannst du das machen mit dem Holz und so und ich mache jetzt Metall weiter. Stimmt, im Prinzip braucht ja auch nur eine, ne? Ja. Obwohl du damit ziemlich gut Stein abbauen kannst, gerade wenn wir hier dann irgendwann keinen Stein mehr haben, was wir aufsammeln können. Ja gut, stimmt schon. Aber das sehen wir ja später. Zur Not bauen wir halt noch eine. Jo. So, was soll ich jetzt machen? Mein Bogen brauche ich wieder. So, dann brauche ich noch Fallschirme ein paar, wenn es geht. Ne, kann ich nicht, kein Hide. Brauchen auf jeden Fall noch Hide. Hast du in Auftrag gegeben, ne? Cementing Paste? Ja, ja. Also das, was ich an Stein halt hatte, in dem rechten. Okay. Wow. Boah, Alter, schreck mich doch nicht. Ich habe gerade mal hier 12 Kristalle noch geholt. Okay. So, ich habe noch Campfire gebaut. Die müssen noch aufgestellt werden. So, dafür hole ich jetzt direkt noch... Mann, ey. Ich bin die ganze Zeit sehr durstig. Ich pfeife mal ein paar hundert Beeren rein. Auch. Muss ich jetzt auch mal machen.
jetzt Bäume fällen wieder. Das ist schon ein richtig heftiger Unterschied mit dem Holzzeug. Mit der Metallaxt zum Holz abfarmen. So. Ich denke, wir sollten uns auch relativ früh direkt die Longneck plus Munition bauen, damit wir uns zumindest verteidigen können. Nee. Alter, wo sind wir hier eigentlich? Wie, wo sind wir hier? Ich hab gerade gedacht, okay, wir sind hier relativ nah am Brontoberg, aber wir sind ja gar nicht so nah dran. Es geht. Herbivore Drop. Mal gerade gucken, da hinten ist was. Also ich bin auf jeden Fall nicht am Lager gerade. Ach, dann bist du das, okay, alles klar. Ich bin gerade Richtung Brontoberg. Okay, alles klar. Ja, hier sind jetzt halt Mammuts, das ist, naja, nicht so geil. Ja gut, da im Wald, aber jetzt glaube ich nicht so die Wild. Hier ist... ich wollte gerade sagen, ich habe gar kein Meat. Ah, doch, hier ist Meat. Okay, gut, ich helfe jetzt Metall holen. Ich habe viel zu viel Holz gesammelt. Ich muss das mal loswerden. Dann ist doch gut, dann brauchen wir es jetzt nicht. Also nee, was heißt loswerden? Du musst auch Leitern bauen und sozusagen unsere Plattform oben. Leitern, wie viele brauchten wir da? So 40 oder so, ne? Kommt drauf an, wie viel wir jetzt hochbauen. Ich mache erstmal 30. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Holz halt mitnehmen, dass wir jetzt zur Not was unterwegs bauen können. Ja, ja. Ja, ich mache jetzt gerade, wie gesagt, erstmal 30 Leitern. Danach noch ein paar Pfeile. So. Hust. Eieiei. Was war das, ey? Riesige Qualmwolke in mein Gesicht. Hä? Lol, was ist mit den Mammuts los? Die verbrennen, glaube ich, an unseren Fortress, oder? Okay, jo, das kann sein. Also jedenfalls hört sich das gerade so an. So, dann brauchen wir auf jeden Fall Ceilings noch ohne Ende, ne? Ja, wir müssen halt gucken. Wir haben ja uns nicht mal überlegt, wie wir so einen Turm bauen. Die verbrennen halt echt da. Die laufen über die Fortress, die dummen Viecher. Guck mal, der eine blutet schon. Ja. Die nerven mich gerade. Jo, tun sie auch. Aber es wäre halt ziemlich gefährlich, die jetzt hier anzugreifen. Ja, nee, danach können wir alles neu bauen, habe ich keine Lust drauf. Richtig, ja, kannst vergessen, wenn dann alles kaputt ist, dann ist es vorbei. Nur auf 600 Weight oder brauchen wir mehr? Also ich bin jetzt auf 600 gegangen, dann können wir, haben wir beide zusammen 1200, das ist schon ordentlich. Ja, und den Rest gehe ich dann auf Leben. Ey, hier ist ja gar kein Metall mehr, Mann, wo hast denn du alles schon abgegrast hier? Da war auch gar nichts, wir sind gar nicht direkt am Spot. Ja, wir sind ziemlich am Ende hinten, ne? Ja, ja. Man muss schon ein ganzes Stück reinlaufen, um hier ins... Eieiei. Jo, ich merk's gerade. Aber wenn nicht, bleibst du halt gleich mal zurück und machst da Schießpulver und sowas halt schon mal. Oder Sparkpowder generell, dass du das alles sammelst. Ja, stimmt. Das kann ich auch noch machen. Müssen wir halt auf jeden Fall auch recht schnell anfangen. Jo, das stimmt. Obwohl, wir haben ja diesmal einen zweiten Mörser, also... Ja, trotzdem, das ist halt vor allem auch viel zu sammeln. Ja gut, pass auf, dann kümmere ich mich um das Spark Powder. Ja, mach einmal halt dein Gewicht hier voll mit dem Metallzeug und dann kannst du zurückgehen. Ja, Spark Powder machen. Hier ist ja kaum noch Metall, das ist ja der Witz. Ich hol schon mal direkt einfach jetzt Flint. Muss nur gucken, ich suche gerade so halbwegs unauffällige Steine. Weil wenn dann jemand hier oben hinkommt und hier sind überall die Steine weg, dann weiß er direkt, dass jemand hier irgendwo ist und sucht uns dann. Gut, aber wenn das ganze Metall da oben weg ist, wissen sie auch, dass da jemand war. Ja, gut. Das ist dennoch eine Nummer auffälliger, finde ich. Na, hier können ja vielleicht auch Leute vorbeikommen, die nicht unbedingt wissen, dass hier eigentlich alles voll mit Metall ist. Ja. Was könnte sein? Oh. Die ganze Zeit auf weil du kannst dann hier schon mal anfangen, ein bisschen was zu bauen mit dem Metall. Ja, das kann ich auch machen. Und einer hat gerade geschrieben, nice ape mate. Das macht mir ja schon wieder Angst. Was hat er geschrieben? Nice ape mate. Ah. Ja gut, solange wir unseren Turm da oben haben, dann kann er mich mal. Jo. Kommt da nicht hin. Ich
hoffe, das geht überhaupt, weil hier können ja selbst die Spinos Steinstrukturen kaputt machen. Stein ja, aber ich glaube kein Metall, oder? Ich hoffe nicht. Also dann wäre Metall ja sonst komplett überflüssig. Das stimmt wohl. Oh, ich bin zurück. Da hängt auch so eine Fliege fest, ne? Ja, ja, die, pass auf, dass die dich nicht angreift. So, ich mach mal hier im Linken jetzt Spark Powder. Genau. Ja, rechts habe ich gerade nochmal ordentlich was in Auftrag gegeben. Ja, wie viel Metall brauchen wir denn noch? Also keine Ahnung, wir wollen ja auch eigentlich viel fertiges Metall mit hochnehmen, dass wir dann eine weitere Smithy bauen und die immer wieder reparieren, die Longneck. Richtig. Und dann Monkeys. Oh, Arctic Monkeys, geh weg bei dir. Naja, ich bin schon auf Seite gegangen. Ach. Also hier auf dem Hang ist es ja noch beschissener, die Viecher zu treffen, als sowieso schon. Also ich hab sie gekillt. Ja, ich sehe die halt hier immer nicht, weil die in den Büschen sitzen. Ich muss sagen, das war sehr einfach gerade. Ja, einen habe ich jetzt auch. Okay. Einen Ersatzhelm nehme ich mir mal mit. Stimmt, da war da was. Aber ich gehe jetzt einfach nochmal Metall holen. Ich weiß zwar nicht, wie viel wir da jetzt schon haben. Ich glaube, wir brauchen im Moment recht viel Stein sogar. Ich gehe jetzt mal eine Runde Stein holen noch, Stein und Flint. Ja gut, Stein kriegst du ja besser auch durch die Axt, wenn du da halt... Ja, ja, ich sammle die eh per Hand, so ist es nicht. Ja gut, je nachdem, wenn da gerade so ein Spot ist, dann geht's. Ja, hier ist ja ein ziemlich guter Steinspot. Steinspot, jo. Steinspot. Und danach müssten wir wirklich schon mal anfangen, am besten zumindest die Waffen zu craften. Ja, ich weiß nicht, auch lieber mit einer Waffe rumlaufen. Ja, vielleicht sollten wir uns sogar eine Shotgun machen. Also... Boah, ich hab schon gedacht, hier ist gerade. Ich meine, eigentlich ist es total scheiße, aber so, weißt du, wenn halt dann doch irgendwie so ein Dino oder so einer mit Dinos kommt, dann ist eine Shotgun halt schon hilfreich. Ja, das auf jeden Fall. Also wenn einer mit einem Dino kommt, dann haben wir sowieso ein Problem. Mit unserem Leben. Ja, ja gut, ich hab jetzt 115 oder so erst. Ja, sag ich ja, mit dem Leben ist das echt ein Problem. Ist nicht so sehr viel, ne? Ich habe jetzt gerade mal irgendwie knapp 250 Spark Powder oder so irgendwie so gemacht. Gehabt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie annähernd genug ist oder reicht. Ne, pro Kugel sind es glaube ich 3 Gunpowder. Oder? Also ich sag mal so, für Gunpowder kann es schon reichen, wenn wir jetzt wirklich nur auf Longneck gehen, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt 1 Million Schuss. Das stimmt schon. Ich glaube, wir sind so weit ganz gut in der Zeit auf jeden Fall. Ich werde jetzt, wenn ich jetzt zurück bin, anfangen zu craften erstmal. Ja. Ja, auf jeden Fall auch schon mal die Metallpille bauen und sowas mit dem Metall, was wir da haben, dass wir irgendwie einen Überblick verschaffen können, was wir noch alles brauchen und wie. Ja. Nimm dir auch mal ruhig hier schon mal Fleisch raus, ne? Bisschen. Ich sammle jetzt gerade mal Charcoal ein hier. So, Charcoal, Flint, Stone, noch mehr Flint? Kein Flint mehr, okay. Danach Gunpowder, kommt 240 Gunpowder dann. So. Ja, jetzt muss ich hier aber nochmal kurz was essen. Hier haben wir jetzt 91 Cementing Paste. Ja, das ist das, was ich halt immer wieder in Auftrag gegeben habe von dem Metall. Okay, dann hole ich jetzt mal das mit... Oh, das war das, was noch brennen soll. Ich sammle jetzt mal das fertige Metall gerade ein. Und dann schauen wir mal. Boah, Übergewicht. Boah, ich kann mich nicht bewegen, aber ich komme an die Smithy ran. Huh, wir haben viel Metall. Du musst mal rechnen, ob das reicht an... Hast du noch Hide? Nee, das hatte ich glaube ich vorhin direkt. Warte mal, Hide. 14. Okay, dann ich töte den Ding jetzt hier gerade. Du kannst ja schon mal dann gucken, dass du... Vielleicht reicht es für eine Longneck. Ah, passt schon, egal. Mach du einfach dein Ding. Ich mach das hier schon. So, ja. 14, so. Weapons, Firearms, Longneck, Wood. Ja, hier. Ist drin. Okay. Eine Longneck wird gemacht. Hide ist drin. Zweite Longneck ist auch in Auftrag. Ich geh mal weiter. Ich hol noch mal eine Runde Metall. Jo. Ich weiß halt nicht, wie lange wir jetzt noch Zeit haben. Wir sollten auf jeden Fall demnächst mal anfangen zu craften. Du kannst auch schon mal eine zweite Smithy bauen, dass wir die auf jeden Fall da haben. Und eventuell schon mal für jeden so 20, 30 Schuss. Wie viel brauchen wir insgesamt? 28, richtig? 28 für 2 volle Magazine. Okay, für jeden, hab ich. Also bis sie kaputt geht, ja. Ist fertig.
Gut. Eine zweite Longneck hast du auch schon gemacht. Ja, ja. Eine Longneck und für jede Munition. Kannst du direkt rausholen. Ja, ich bin gerade schon wieder unterwegs. Komm mir aber nicht mit, jetzt wurde ich hier getötet. Ja, wenn mich hier jemand so schnell tötet und dass ich keine Chance habe, würde mir die Longneck wahrscheinlich auch nicht helfen. Was fehlt fürs Attachment? Stone. Oh Gott. Das ist das Einzige, was ich hier gerade nicht habe. Ich glaube, das ist jetzt aber das letzte Mal, dass ich hier Metall holen gehe, weil hier ist nichts mehr. Ja, das reicht ja dann auch, denke ich mal. Wir müssen uns dann jetzt... Hier ist echt kein Metall mehr. Ist doch okay, schon wieder Herbivore-Drop. Oh Mann, ey. Okay, einer ist an dem anderen Metallspot, wo wir vorhin das erste Mal was abgebaut haben. Wo wir das erste Mal was abgebaut haben? Vorhin, wo wir gesagt haben, hier brauchen wir sowieso nicht. An der Dingens meinst du, an der Schräge? Ja. Okay, dann möchte ich... Also was heißt an der Schräge? Also da, wo wir das erste Mal was abgebaut haben, wo du auch so drei komplette Plätze abgebaut hast, was du meintest. Okay, ja. Da kamen gerade Mammuts runter, zwei Stück. Also ich habe jetzt hier neun Pillars in Auftrag gegeben. Okay. So, okay, dann gehst du jetzt zurück zur Base und holst dir die Longneck. Ja. Ja, ich schau mal gerade nach dem Spieler. Ja, ich hole hier noch einmal Metall gerade. Ja, ich sehe dich, ich bin direkt hinter dir. Du holst dir gleich die Longneck. Ja, jetzt einfach nur geradeaus eigentlich. Da müsste der... Da kamen auf jeden Fall gerade zwei Mammuts runter. Ich bin unterwegs, ich gucke. Und wenn da was Gefährliches ist, dann... Lauf bitte weg. Haben wir ein Problem. Hier flog gerade Stein runter. Ja, das war von mir, also ich habe gerade einen Metallklumpen abgebaut. Mammuts kamen runter, ne? Ja, ja. Zwei Stück. Also es dürfte nur ein Spieler sein. Hier hinten ist übrigens noch Metall. Hier flog schon wieder was. Ja, das war ich jetzt aber nicht. Okay. Hier ist nämlich auch ein Mammut oben auf dem Brontoberg. Ja, das war, da war ich ja gerade, als sie runterkam, direkt oben in der Mitte. Ah, ich sehe ihn. Was hat der so? Oh, er läuft mit Overweight irgendwie durch die Gegend und ich hätte ihn fast gekillt, glaube ich. Er hat... Warte. Boah! Lukas und Olli. Ja. Tschüss. So, Longneck. Der war da, wo du meintest, da am Anfang. Und ich war oben auf dem Brontoberg und hab den weggesniped. Das ist doch schön. Jo. So, Longneck habe ich mir genommen. Jetzt muss ich erst wieder zurück mal. Ich habe leider einmal daneben geschossen, das muss ich gestehen. Oh Gott. Get out of my game. Schon wieder Durst. Und ich finde die Base nicht mehr. Wo bin ich denn hier? Jetzt fange ich damit wieder an. Das hat mir schon mal das Thema, dass du die Base nicht gefunden hast. Ja, das stimmt. Ich muss gerade ein paar Beeren sammeln. Ah, ich hab's. Beziehungsweise ich sehe dich zumindest. Also 9 Metal Pillars habe ich in Auftrag gegeben. Ja, die sind schon fertig. Und wir haben jetzt, ich habe gerade nochmal 136 Metall reingehauen. Okay. Gunpowder nehme ich auch mal kurz. Ich packe einfach alles, was wir nachher auch mitnehmen müssen, in die Smithy rein. Du solltest jetzt aber trotzdem was für die Plattform oben bauen. Oder die zweite Smithy auf jeden Fall, dass wir irgendwie, ja, was machen können. Wir brauchten, warte mal, wir brauchten 4 Seedings. Dann haben wir, nee, warte mal, 5 Seedings, weil wir brauchen ja in der Mitte auch eine Plattform mit einer Seeding. Also ich habe jetzt gerade, ich glaube, ich 6 Seedings dabei, meine ich. Ja, ja, ich 5, glaube ich, bräuchten wir. Ich habe 6 Seedings jetzt. Und dann brauchen wir aber zusätzlich noch die mit der Doorframe. Mit der Doorframe? Achso. Ja, weil wir unten durch den Boden durchgucken wollen. Achso, du meinst die mit der Luke? Ja, genau. Ja, nicht Doorframe. Ja. Und dann brauchen wir noch, wenn wir jetzt mal abgesehen davon, dass es regnet und scheiß auf das, werden wir bei, wir wollen das 3, 6, 12 Doorframes. Also jetzt wirklich Doorframes halt für außen dann. Okay. Dass wir da die Türen noch haben zum Durchgucken. Okay, ich baue gerade 6 Doorframes und ich habe, glaube ich, 3 Hatch-Dingens-Bummens gemacht. Also die mit dem Loch. Ja, davon brauchen wir, glaube ich, warte mal, wir haben 5, das, dann wären es 4 für jede Ecke 1. Bau lieber von allem einen mehr. Dann, ich kümmere mich gerade darum. Dass, wenn wir uns verbauen oder so und dann, ja, gucken wir mal. Dann mache ich jetzt die weitere Smithy, wenn du die hast du noch nicht richtig gemacht, oder? Nee. Smithy brauchen wir noch. Haben wir Hide? Ja doch, Hide haben wir noch ein bisschen. Okay, der Ring fängt nämlich an. Wir sollten jetzt demnächst uns auf den Weg machen und den Rest dann oben craften. Genau. Also ich habe jetzt 12 Doorframes, 3 Hatchframes, 6 Ceilings und 32 Leitern. Okay, das könnte klappen. Und ich bin jetzt auch ziemlich überladen, um ehrlich zu sein. Ich muss mal gerade gucken, ob ich noch was loswerden kann.
Ja, ich kann auch vieles loswerden. Puh. 100 Narco-Berries, weg damit. So, was noch? Hä? Hab ich gerade einen Affen gehört? Jo, hier ist noch ein Affe. Lol, was macht der denn hier? Bestimmt einer. Jetzt verpufft. Okay. Gut. Also, du hast die Smithy? Ja, die habe ich gebaut. Okay. Wie sieht's jetzt aus mit noch einem Pillar? Wir haben jetzt 9 Stück, hast du gesagt, ja. Ja. Structures, Metal. Wir könnten mal so. Wir können noch 10 Pillar bauen. Also können ja, dann macht es doch. Bauen wir einfach. Ja, aber dann können wir, nichts reparieren und so weiter. Oh, ne, dann ist blöd. Ich baue mal 3 Stück. Okay. Oh fuck, ich muss hier weg. Ich glaube, ein Mammut ist aggressiv auf mich. Okay. Dann killen wir das. Ja, ein paar habe ich noch. Nice Beast was in. Ja, unpraktisch, aber es ist fast tot. Fuck. Was ist tot? Es ist fast tot, das Mammut. Okay. Ja, aber ich habe jetzt keine Pfeile mehr. Muss mir irgendwie Pfeile machen. Aber ist tot. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt noch Holzpiller bauen, oder was? Ja, Holz oder Stein, so dass wir halt oben eventuell geschützt sind. Also ich habe jetzt 3 gemacht, wir haben 12 Metallpiller. Okay. Eventuell reicht es auch, ich kann es aber nicht sagen, wir haben es halt nie ausprobiert. Ja, dann nehmen wir jetzt den restlichen ganzen Scheiß mit. Ich nehme die 12 Metallpiller einfach mal mit. Ja, oder willst du das ganze Bauzeug nehmen, dass du das halt baust? Ja, gib mir das Bauzeug am besten. Ja, ich pack's wieder nicht mehr. Dann nehme ich das Gunpowder mit. Da haben wir jetzt nochmal 172. Muss gerade hier alles Mögliche loswerden, ne? Ich bin ziemlich überladen schon. Also, was heißt überladen, ne? Also, das wird jetzt nochmal schwer. Also, das Metall kann ich nicht mehr nehmen. Nee, das nehme ich. Und auch das, was sonst hier noch fertig ist, weil ich bin jetzt schon ziemlich weit. Ich nehme ein bisschen Hide, ich nehme das mit. Cementing Paste nehme ich mit, keine Ahnung. Hier ein bisschen Wood nehme ich mit. Ja, weil Wood nehme ich hier auch nochmal mit. Bei Wood brauchen wir sowieso, dann brauchen wir noch Hide. Dann brauchen wir bestimmt noch ein bisschen Dingens wieder. Fiber und so, alles das zum Reparieren, das ganze Zeug. Das Gunpowder hast du, ne? Ja, ich habe relativ viel Gunpowder. Ich habe 306 Gunpowder habe ich, damit können wir genug Munition bauen. Okay. 135 Metal, aber da kann ich, warte, ich gehe nochmal eine Runde, hier müsste überall noch Metall drin sein. Jo. Weil dann gehen wir jetzt, sollten wir jetzt echt langsam losgehen, ne? Ja, dann können wir auch zur Not vielleicht nochmal schnell runter irgendwas abbauen, wenn wir irgendwie Holz oder irgendwas brauchen. Stein brauchen wir eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht, außer wir wollen Stone Pillars haben. Ich kann jetzt auf jeden Fall noch irgendwas mitnehmen, wenn du nichts mitnehmen kannst, ich kann noch was mitnehmen. Ja, dann nimm jetzt alles mit, ich begebe mich schon mal in die Richtung, dann mache ich noch ein paar Stone Pillar. Okay, warte mal, hier ist irgendwo noch Stein drin, oder? Ja, selbst wenn hier ist genug. Hier sind noch 200 Stone. Wooden Pillar, Wooden Ladder, Stone Pillar. Ja, wir haben jetzt noch 10 Minuten, ne? Komm, gib Gas hier. Ja. Nimm alles mit, was wir brauchen. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen Stein mit. Ja, mach das. Das, was du tragen kannst, nimm mit. Ich hab den Rest hier. Oh, verdammt. So, Stone Pillar, 4 Stück. Nochmal Stone Pillar ein. Jetzt habe ich noch. Hey, du bist jetzt schon Richtung Rampe gelaufen. Ich bin Richtung Rampe, ja. Komm her zu mir. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich kann jetzt auch nichts mehr tragen, sonst bin ich zu langsam. Seh dich nicht. Ah, jetzt sehe ich dich, okay. Okay, alles klar, gut, dann komm. Beweg dich hier hin. Wir müssen es dann wieder so machen, dass wir hochgehen und springen oben, oder? Wir müssen beide draufgehen und dann hüpfen. Oder oben fliegt schon jemand und da kämpfen welche, der hat einen Rex am Arsch. Ah, scheiße, Mann. Unpraktisch, das heißt, wir müssen auf jeden Fall rechts rum irgendwie. Ja, da müssen wir jetzt schnell rechts rum. Alter, das sind doch noch 11 Minuten, was machen die denn jetzt schon hier? Ah, Beast is in, das Mammut ist auf dich. Scheißegal, weiterlaufen. Ach, guck mal, hier hat jemand getaggt. Können wir gerade mal reinschauen, was da noch drin ist. Pass auf das andere Mammut da vorne dann auf. Ja. Ach man, ey, ich hab keine Ausdauer mehr. Ich hab die Stimberries nicht auf Leiste. 3 Metall. Mach die auf die Leiste, weil hier ist noch die ganzen scheiß Beast within Mammuts überall. Ja, ich merk's ja gerade, das ist auch hinter mir noch einer. Aber ich kann auch, wenn ich normal laufe. Ich laufe mal gerade hier oben Richtung diese Rampe. Vielleicht ist der Rex ja weg. Ja, der ist ja nach links irgendwo gelaufen. Ja, okay, dann gehen wir doch die Rampe hoch, ja. Weil sonst brauchen wir zu lange. Ja. Ich reck mal kurz Stamina. Lege ich schon mal die Sachen hier hin, wo ich sie brauche. Das dahin.
Ja, ich muss jetzt auch kurz Stamina regen. Metal Pillar hier. Los, so, los, jetzt, los, komm. Geben Sie Gas. Ja, ja. Okay, und los. Die Leitern sind eigentlich voll unnötig dann jetzt, ne? Ja, warum? Wir müssen ja mit den Leitern an den Pillern erstmal nach oben. Ne, wir müssen noch auf den Pillar hüpfen. Ja, aber du musst ja mit den Leitern auf den obersten Pillar hoch. Immer Stück für Stück. Du kannst ja nicht vom Boden aus alles hochbauen. Stimmt. Okay, gut. Hoffentlich kommt jetzt in der Zeit nicht jemand, wo wir gerade den Pillar aufbauen. Pass auf, warte, dann droppe ich dir die Leitern. Machst du das mit den Leitern, okay? Das musst du beides haben. Wenn du oben Stück für Stück hochbaust, musst du beides machen. Okay, siehst du was? Ah, shit, jetzt kommt Herbivore Drop. Nee. Man sieht nichts. Doch, da. Gangelöser, alles sind unsere, alles klar. Okay, wir müssen uns beeilen, sonst, wenn die das jetzt gesehen haben, kommen die sicherlich gleich hier hoch. Boah, was? Ich kann das erst nur. Ich muss hier hinbauen. So weit weg? Was? Haben die das geändert? Was? So weit weg? Bis hierhin muss ich. Dann könnt. Ja, dann bringt es nichts. Wir machen es trotzdem. Ich brauche die Leitern. Wo sind die Leitern? Die Leitern müssen hier auf die 3. So, gehen wir jetzt hoch? Ja, ja, geh hoch und dann baust du mal Pillar, Leiter, Pillar, Leiter. Und dann, wenn du genug oder wenn du alle Pillar verbraucht hast, dann bauen wir oben die Plattform. Na, so geht es noch nicht mit Pillar, Leiter. Ja, du musst ja an der Leiter bleiben, ja, und dann die Pillar bauen. Gecheckt. Das sind die Ankylos, die kommen, oder? Ja, ja, das sind nur Ankylos hier. Ich nehme mal jetzt das Hood of the Gods hier weg, weil dann könnten wir auch besser snipern, weil wenn das keiner die ganze Zeit weg. Ja, warte mal noch. Ja, okay, doch, mach. Ja, da oben dürften wir jetzt eigentlich schon in Sicherheit sein, außer die haben halt Waffen. Wie sieht's denn aus? Bin ich schon hoch? Ja, du bist schon relativ hoch, also da kommt sicherlich kein Rex mehr ran. Dann mach dich mal auf den Weg nach oben. Okay. Okay, hier wäre ich jetzt fertig. Ja, dann. Okay, so, warte, ich muss das jetzt das Ceiling hier reinziehen und so. Also wir machen das jetzt warte mit dem mal. Ceiling. Du... Oh. Komm wieder hoch. Alter, warum? Ich konnte nicht mehr. Ja, ich bin runtergefallen. Ich war stand, glaube ich, nicht ganz oben drauf. Komm, wenn hier irgendjemand Waffen hat, haben wir nämlich auch ein Problem. Ja, ja, klar. Ich sag dir, wenn du springen musst, ne? Okay, dann 1, 2, 3. Ja, okay, egal. Wir gehen eine Etage tiefer einfach. Ja, dann fangen an, hier mal ein bisschen erstmal zu bauen, bevor ich mich jetzt bewege. Ja, ich muss hier das hier noch haben. So, das. Da kann man schon nicht bauen in die andere Richtung, ey. Ach, echt? Nee. So, okay. Oh, ist das mies. Da haben die das ja echt geändert dann. Ja, voll fies, ey. Egal, so, mach mal. Ich baue jetzt hier meine Werkbank hin. Ja. Ich mache jetzt hier mal so. Ja, ich baue sie jetzt einfach hier hin, ist egal. So, und dann packe ich da jetzt mal so Metall. Wir könnten natürlich jetzt auch noch einen Aufgang nach oben machen und dann hier noch ein Dach drauf machen. Ich bin eigentlich dafür. Du kannst auch einfach nur so ein Dach drauf machen. Und dann haben wir wenigstens, wenn Acid Rain kommt, einen leichten Schutz. Aber wir müssen sowieso irgendwann dann in die Mitte. Ja, stimmt. So, hier Gunpowder rein. Ach, das kotzt mich jetzt aber ein bisschen an, dass sie das geändert haben. Na, ist nicht so cool. Alles da rein. Ja, Food of the Gods habe ich. Hier, kann man hier auch in die Smithy. So, der Chitinhelm. Das. Guck mal hier, ich kann hier noch Fiber eine Leiter rein machen. Das verholt so. For more options, lol. So, hier, das kann weg. Das da rein. Ja, wir müssen mal gucken. Wollen wir uns einfach hier noch zwei Shotgun eventuell bauen? Warum komme ich denn hier nicht hoch? Ah, es geht. Gucke mal. Okay. Ja, wir könnten uns natürlich auch hier jetzt noch Shotgun bauen und dann, wenn wir runter müssen, also wir können ja erstmal ein bisschen was übrig lassen und zur Not bauen wir im letzten Moment uns noch schnell Shotgun oder so. Okay, ja, kann man machen. So, weil wir müssen, weil mit der Longneck da unten, wenn die irgendwas haben, ist halt scheiße. Ich habe jetzt auch nur 27 Pfeile, weil ich gedacht habe, okay, wir müssen sowieso hier nichts machen. Stimmt, ich habe auch jetzt nur die paar. So, ja. Hauptsache das Food of the Gods da drin. So, ich tue jetzt mal hier noch alles. Ach, scheiße, nicht alles an Holz. Ich brauche noch Holz. So, dann noch das. Willst du mal nach oben gehen? Ich habe Angst, dass ich runterfalle. Oh lol, die Leiter ist so richtig sinnvoll. Man kann einfach auf den Pillar hier drauf springen. Echt? Mhm. Ja, okay. Da kommt doch schon einer, oder? Wo?
Nee, das ist ein Ankylo-Schwanz gewesen. Gerade, ich habe gerade gedacht, das war ein Typ. Was leben noch 13 Leute, ne? Ja, und ich find's gar nicht cool, dass wir. Ja, auf jeden Fall, was wollen wir schon mal ein bisschen Munition craften? Das können wir ja machen. Ja, mach das mal. Weapons, Ammo. Scheiße, Alter. Ich könnte 122 Muni bauen. Was? Okay, aber so viel brauchen wir nicht. Mach mal so 50 oder so. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich auch eher vorher sterben. Ich denke, irgendjemand wird uns hier runtersnipen. Ich habe jetzt einfach mal, was habe ich gemacht? 40 Schuss. Wir haben ja auch keinen Zuhenplatz. Weißt du, wir brauchen eine Zuhe-Ecke. Das ist auf jeden Fall. Nimm dir mal die 20 Schuss schon raus, dann hast du die nachher einfach bei. Dann brauchst du nur noch schnell die reparieren und dann ist gut. Ja. Weil wir haben jetzt nur noch 160 Metall. Pass mal auf, ich mach die Ecke hier mal zu, ne? Oh, Beast was in, ja, das ist mir egal. Oh nein, ja, die Ankylos. Also wir haben 160 Metall. Alter, das heißt, das ist gut geworden. Wir sollten uns vielleicht, nee, lass keine Shotgun bauen, lass Pistolen bauen. Jo. Guck mal hier, ich mach die Ecke hier so komplett zu, ne? Wenn hier was kommt, hier können wir uns zurückziehen, auf jeden Fall. Ich baue jetzt schon mal zwei Pistolen, okay? Mach das. Ich geh nochmal hoch auf den Turm. Nach ganz oben und gucke mal, was ich so sehe. Hier ist einer mit dem Affen. Alter, der hat eine Flakrüstung. Wo ist er denn? Der ist direkt unter uns und der hat eine Flakrüstung. Das macht mir Angst. Nicht, dass er uns jetzt hier wegsprengt. Da sehe ich ihn, ja. Wo denn? Direkt unten an der Treppe. Der läuft da rum. Der läuft jetzt Richtung Mitte. Ah, jetzt ist er wieder unter uns, glaube ich. Ja. Ah, ich habe den Affen nur getroffen. Ja, der Affe blutet schon. Ja, lass mal den Affen einfach töten. Wir haben doch genug Muni, oder? Ach so, ja. Ich zeig ich schon. Schieß einfach. Ach, fuck, ich hab nicht mehr getroffen, ne? Wie er rennt. Oh, ich hab daneben geschossen. Das gibt's doch nicht. So ein großes Ziel verfehlt. Ich glaube, ich repariere schon mal meine Longneck. Oh, ist das cool. So, hier, Munition. Ja, wo ist er denn jetzt? Keine Ahnung. Jetzt haben wir die Pistolen, aber keine Muni. Du bist auch ein Vogel, ey. Ja, der hat auch Waffen, pass auf. Hat er gerade geschossen? Ja. Wo ist denn der? Da. Wo? Da unten, geradeaus, hinter so einer Flagge. Ich hab den Dingens wieder getroffen. Naja, dann schießen wir jetzt einfach den Affen weg. Hinter so einer Flagge, da liegt er hinterm Affen. Ja, beim Affen ist er. Das ist voll gut, man kann hier vorne im Liegen auf den snipen, weil du kannst durch den Boden durchgucken hier. Jo, ich hab den Affen gekillt. Level up! Hast du Munition für die Pistolen? Jo, nö. Von hinten kommt auch noch nix. Ja, ich repariere erstmal meine Longneck. Ich mach mal. Oh, 136 Schuss ist ein bisschen krass. Ich mach erstmal ein bisschen. So ein paar. Ja, wir haben ein paar Bullets, sollten wir machen. Warte mal, ich nehme die Pistole auch mal raus. Aber nicht zu viele, weil wir brauchen ja immer zum Reparieren auch noch Metall für die Longneck. Richtig, ja. Je nachdem, wie lange wir hier oben bleiben wollen. Ich hab keine Ahnung, wo der Dude ist. Ich nehme mir mal die Hälfte davon raus jetzt. Dann hat jeder erstmal 18 Schuss. Ja. Das müssen. Ah, wir müssen uns. Das ist geil. Ja, der liegt sicherlich immer noch da irgendwo bei seinem Affen. Ja, wahrscheinlich. Der versteckt. Wir müssen halt aufpassen, weil der eine Waffe hatte. Der will uns bestimmt wegschießen. Was meinst du, womit hat der geschossen? Ich glaube, das war eine Pistole. Ja? Mal hier aus der Tür rausgucken. Hallo? Niemand da? Nein. Pass bloß auf, dass du nicht... Da hinten kommt ein Rex. Siehst du das? Da Leute auf dem Rex. Ah, da, ja. Ah, daneben. Ich habe ihn getroffen, den vorderen. Okay. Ich habe ihn gekillt, den vorderen. sind die alle frei? Warte mal, was war das für ein Tribe? Tribe of Eric. Nee, da ist noch einer. Okay. Hab ihn getroffen. Wo ist er denn? Der ist zwischen den linken Mammuts, zwischen den vorderen Mammuts. Meinst du, die können das hier jetzt kaputt machen? Nö, ich glaube nicht. Da ist. Hä, da unten prügelt sich irgendwas. Der Rex prügelt sich mit irgendwas. Oh ja, irgendein Affe. Da ist er. Ach, daneben. Er ist genau unter uns, siehst du es? Nee, gerade nicht. Ich hab halt Angst, dass ich hier auch runterfall, weil die haben die Ankylos angegriffen. Na, er hat hier hochgeschossen. Ich brauch Dingens, ich brauch Bären. Ich hab nämlich Durst. Oh, der Rex ist auch fast down. Die haben halt die Ankylos am Arsch. Wo ist denn der Spieler eigentlich? Der war hier gerade. Ach, guck mal, da kommen noch andere. Ach, das ist ein anderer Tribe. Guck mal, da ist noch einer mit dem Rex von der. Da hat jemand mit dem Bogen auf mich geschossen gerade. Ja, guck mal, da unten ist noch. Das sind jetzt ganz viele. Junge, der hat aber eine Longneck. Welcher denn? Der hinter dem Rex da gerade. Der jetzt beim Ankylo ist. Da, auf der anderen Seite ist auch nochmal ein Rex. Oh, den beim Ankylo habe ich getroffen. Oh Gott, ey. Da hinten liegt einer auf dem Affen. Da steht einer auf dem Affen. Okay.
Mit dem Spino? Alles klar, das ist mir egal. Aber wir müssen halt, das Problem ist, irgendwann müssen wir runter, ne? Ja, ja, ich weiß, das ist halt scheiße. Das ist halt trotzdem einfach nur so lustig. Alter, was da für eine Armee unten rumsteht, was ist denn los da? Ja, ich hoffe einfach, dass die sich ganz schnell alle bekriegen. Hier, der eine, da steht einer mitten in dieser... Da ist noch einer. Oh, warum läuft der nicht weiter? Da hinten der Spino-Typ da? Ja, warte mal, wie sieht's denn aus mit der Wand? Wir müssen halt aufpassen. Ich mach mal noch ein bisschen Muni jetzt. Ich hab hier unten einen getroffen. Der ist bei den toten Rexen. Ah, fuck. Ja, fuck, ich kann nicht reparieren, ich hab kein Holz mehr. Aber hier Holz, so. Repair. Arctic Monkeys. Ah, shit. Okay, das ist... verdammt. Ihr Scheißviecher. Ah, fuck, ich will jetzt nicht bewusstlos werden hier von den Viechern, ey. Das wäre doof, ja. Einer ist runtergefallen, zwei sind runtergefallen. So, wo seid ihr guten Player? Auf dem Rex einer. Oh, die Mauer kommt schon langsam. Ja, ich weiß, ich habe gerade nochmal Munition gemacht für die Pistole. Okay. Ja, Shotgun können wir nicht mehr bauen. Können wir nicht, okay. Dann haben wir ein Problem. Ja. Guck mal da vorne. Oh, ich habe den auf dem Affen gekillt, oder? Nee, das war ich nicht, der lebt noch. Jetzt habe ich ihn. Ha, hab ich. Oh, du Sack! Der gehörte mir. Boah, ich war fast runtergefallen. Nur mal was anderes, wenn wir runterfallen, haben wir auch nochmal Fallschaden, oder? Ich weiß es nicht, aber... Okay, da unten sniped einer bei den Rexen auf uns runter, auf uns hoch. Ja, okay. Hier sind noch Rex, oder was? Ich guck mal, kann ich meinen Longneck nochmal reparieren? Jo. Oh, haben wir noch Longneck-Money? Nee. Aber kannst ja noch machen, wir haben noch ein bisschen, ich habe was übrig gelassen. Ja. So, Leute, zeigt euch. Da war gerade einer, den habe ich gesehen. Wo denn? Unter uns, oder wie? Mhm. Oh, ich bin nicht kacke, Alter. Ich ziel 5 Minuten auf den und dann schieße ich daneben. Oh! Jetzt in der Mitte ist einer mit der Longneck. Wir sollten den auf dem Spino treffen. Ich habe den mit der Longneck getroffen. Ja, wir müssen aber mit dem Spino aufpassen, weil das ist halt, glaube ich, gefährlich. Hab ihn getroffen auf dem Spino. Ah, einer war unter den Rexen, okay, den habe ich getroffen. Okay, auf dem Spino. Ja, direkt mittig da. Ich habe den Spino getroffen. Ja, der Typ hat auf jeden Fall schon einen guten Schuss abbekommen. Da vorne bei dieser Horde von Rexen, da steht einer zwischen, wo die Mammuts und die Rexe sind. Ach fuck, ich kann nicht mehr reparieren. Ach, wir haben kein Metall mehr, okay. Echt nicht? Ich kann meine Longneck nicht reparieren. Okay, ja, ist jetzt auch egal. Achso, ich mache einfach mit der letzten Muni. Ich habe da hinten. Hast du deine Muni schon rausgenommen? Ja, ja, habe ich. Ich schieß gerade auf den da hinten, der mit sich mit dem. Pistolenmuni hast du auch rausgenommen? Nee, habe ich nicht. Die habe ich ja, jetzt. Nimm die Pistolenmuni raus. Okay. Ja, da links. Guck mal, der Spino. Ja, da hat einer eine Shotgun. Jo, da ich hab den getroffen, den mit der Fabricated Shotgun, ne? Ah, fuck. Da ja, hinter dem Spino ist der. Ja, der hier, guck mal, bei den Rexen, die. Oh, Scheiße. Oh, die Mauer ist jetzt bei uns. Wir können nicht mehr viel. Nee. Okay, wir müssen. Wow! Ich hab einen Headshot gefressen. Fuck. Ich kann jetzt nichts machen. Wenn ich jetzt getroffen werde, dann bin ich tot. Ich bin total tot. Also, ich hab auf jeden Fall einen Schuss abbekommen. Keine Ahnung wovon. Okay. Oh! Okay, ich bin tot. Habt ihr euch gegenseitig getötet? Ja, keine Ahnung. Ich glaube ja, oder? Ich glaube, ich habe seinen Kollegen getötet. Das war der mit den Mammuts. Der andere, der lebt noch. Einer lebt noch von den Mammutleuten. Okay. Ja, da sehe ich gerade auch einen. Ja, das ist der. Fuck. Pass auf, der hat Shotgun. Und der hat dich angepfiffen. Der hat eine Shotgun? Jo. Das hab ich nicht gesehen. Und der hat dir auch was draufgepfiffen. Lauf, lauf, lauf. Oder töte ihn. Nein, der Rex. Ah, schade. 85, Alter. Boah, was? Das war lustig. Schöne Runde.